unseres Herrn Jesus Christus, der die Welt erleuchtet, sei mit euch allen. Jesus Christus, Licht der Welt, als Kind in die Welt gekommen, als Mensch und Bruder unter uns nimmst du Anteil an unserem Leben, schenkst du uns einen Vorgeschmack deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich, still unseren Hunger, unsere Sehnsucht nach Leben, nach Gerechtigkeit, sei du uns Weg, Wahrheit und Leben. Lass uns in dir sein und bleiben. Amen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll denn der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern denn erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall. Sucht überall nach dem Kind, wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, denn dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg und sieh doch, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann öffneten sie die Kästen mit ihren Schätzen und gaben ihm Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit Sterndeutern und Horoskopen habe ich es nicht so. Mit einer Eifersuchtsgeschichte zwischen König und Messias kann ich auch nicht viel anfangen. Und dass hier von Herodes dem Großen die Rede sein soll, wie es im Lukas-Evangelium so steht, das stimmt auch nicht. Wenn überhaupt von Herodes Antipas, einem Freund des Kaisers Augustus. Und dieser Machtmensch wird sich für das neugeborene Jesuskind nicht interessiert haben. Der hatte andere Sorgen, als sich um ein Neugeborenes zu kümmern. Dass ihm drei betagte, wackelige Sterndeuter als Messias und König ankündigten. Ein Machtmensch, der die Dinge aus eigener Kraft schafft, misst Horoskopen und Zukunftsdeutungen keine besonders hohe Bedeutung zu, es sei denn, sie nützen ihm, um andere zu manipulieren. Hohn und Spott wird er für die alten Weisen übrig gehabt haben, mehr nicht. Und einen groß angelegten Kindermord, wie es dann das Matthäus-Evangelium weitererzählt, hat es im Grunde auch nicht gegeben. Und hat es vor allem wegen dem Jesuskind nicht gegeben. Davon wäre zumindest noch einmal im Seitenevangelium des Lukas die Rede gewesen und im Markus-Evangelium wären da sicher auch noch Spuren von so einer schlimmen Geschichte. Doch dazu schweigen die beiden anderen Synoptiker Lukas und Markus. Dann fragt man sich doch, warum schreibt Matthäus die ganze Story? Es ist Verkündigung. Matthäus ist daran gelegen, seiner Gemeinde, also auch uns zu sagen, welch bedeutende Persönlichkeit dieses Kind im Stall ist. Da werden die Sterne bemüht, Sterndeuter und klar, dann, um die Geschichte richtig spannend zu machen und die Zuhörer zu fesseln, muss dann doch gleich noch eine königliche Eifersuchtsstory her. Warum ist eigentlich immer von den heiligen drei Königen die Rede? Ja, das ist eine Fehlinterpretation des griechischen Textes durch unsere Schwesternkirchen. Die übersetzen nämlich das Wort Magoi, griechisch, nämlich mit Königen. Dabei heißt es eigentlich nur Magier oder vielleicht höchstens Sterndeuter. Also auch hier bewusste Übertreibung, um Jesus ins rechte Licht zu rücken. Die Protagonisten müssen mindestens Könige sein, drunter geht es nicht. Und noch eine Sache, die ich an dieser Geschichte ganz interessant finde. Königskindern wurden von Alters her im Orient Geschenke gemacht. Die Sterndeuter, Skilligit Könige, brachten Jesus Geschenke, die bei unserem Erzähler, also bei Matthäus, den Rang der Sterndeuter und noch einmal Jesu Rang noch einmal hervorheben soll. Wir schenken unseren Kindern auch Geschenke. Der Grund für diese Geschenke ist allerdings kein Aufruf zum kräftigen Konsumieren. Der Grund für diese Geschenke ist ein anderer. Im alten Judäa, im alten Orient, war ein Königskind ein Zeichen der Hoffnung. Nämlich, dass durch dieses Kind bessere Zeiten für das Land einbrechen mögen. Erst recht durch ein messianisches Kind. Aus diesem Grund haben sich auch bei uns Weihnachtsgeschenke eingebürgert. Kinder werden die Hoffnung, dass sie es einmal besser machen in dieser unserer Welt als wir. Aber was sagt uns diese Erzählung? Einfach nur ein schönes Märchen mit wenig Rückhalt in der Geschichte? Für mich ist es eine Weggeschichte. Um Gott zu schauen und ihn zu hören, muss ich mich schon auf den Weg machen. Um von Gott zu sehen und zu hören, muss ich schon mal aufbrechen. Kirche hat ja nicht nur eine Gehstruktur, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Nein, sie hat nicht nur eine missionarische Struktur, und das wird ja heute wieder so oft gefordert. Sie hat auch eine Kommstruktur. Um zu gehen, um den Menschen von Jesus zu erzählen, muss ich erst einmal kommen, um zu hören und zu erkennen. Und auch innerlich zu sehen. Um Heil zu erfahren, muss ich für das Heil bereit sein und mich erst einmal selbst mitbringen.
Kind in der Krippe. Ja, Heil liegt in diesem kleinen, fast unscheinbaren Kind. Und zum Heil muss ich aufbrechen. Der Aufbruch zum Heil kann in einem Gebet liegen, das ich nach langer Zeit endlich wieder praktiziere. Das kann auch ein Fernsehgottesdienst sein. Das kann der Gang in unsere Kirchen sein, um zu beten, zu hören und sich trösten zu lassen. Der Aufbruch lohnt sich, denn Heil strahlt von diesem kleinen Kinde aus. Heil. Ich muss begreifen, dass wahres Heil im Kleinen liegt. Und ich muss erkennen, dass wirklich Großes nur im Kleinen beginnen kann. Und wenn der Anfang der Größe nur in einem kleinen Kind, was heißt nur? Wenn der Anfang der Größe in einem kleinen Kind in einem Stall beginnt, zu diesem Stall muss ich erst einmal hinkommen und mich öffnen. Der Stall ist für mich in dieser Geschichte eine Bezeichnung eines heiligen Ortes. Ein heiliger Ort kann ein schön hergerichteter Raum sein, in dem wir von Gott hören und zu ihm beten. Das kann auch der kleine Hausaltar sein. Das kann eine Bergkapelle sein. Das kann ein schönes Waldstück sein, das uns besonders gut gefällt. Und das kann auch eine Kathedrale oder eine unserer Kirchen sein, in denen schlicht Gottes Wort verkündet wird. Ich muss nur bereit sein, wirklich auf dieses Wort zu hören und auch wirklich innerlich hinzusehen und auch äußerlich hinzusehen. Im Grunde ist es wichtig, dass man sich auf den Weg macht, egal wer man ist, ob man nun Manager, Politiker, Handwerker oder Bettler ist oder König oder Sterner. Wir alle wollen die Antwort auf die Frage, was ist Heil, was ist groß, was hat wirklich Bestand, was trägt uns, was macht Sinn? Eine bescheidene Antwort will ich versuchen. Sinn macht das, Heil ist das, nämlich Heilung ist das, was in Liebe für die anderen geschieht. Das hat Geschichte letztlich immer wieder bewiesen. Das gilt es immer wieder neu zu lernen. Denn wir sind ja bekanntlich, darum müssen wir immer wieder neu lernen, sind wir bekanntlich im Sehen und Begreifen schwach und hilfsbedürftig. Und der Unterschied in der Theorie, etwas gut zu heißen und dann den inneren Widerstand zu überwinden und das in die Praxis umzusetzen, was wir erkannt haben, das kennen wir, der ist bekanntlich groß. Darum müssen wir uns schon einmal öfters zum Stall, zum Haus Gottes bemühen, um vom Leben des heiligen Kindes zu lernen, dass das Heil der Welt ist und will, dass durch uns Gotteskinder die Welt heil wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte bekannt geben, der nächste Gottesdienst ist wieder in 14 Tagen und er wird auf die Reise gehen. Für diesen Gottesdienst bedanke ich mich bei allen, die mitgewirkt haben, bei Melanie, bei Christiane, bei den anderen Vorstandsmitgliedern und bei unserem Herrn Pfarrer. Dankeschön. Der Herr segne und behüte uns. Er erhelle das Dunkel, damit wir seinen Weg für uns erkennen. Es segne und behüte uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.